Crimson Dawn spielt mit dem Feuer. Die Ashiga werden denen das nicht durchgehen lassen. Das gehört alles zum Plan. Vernichtet zu werden? Nein, sie aus der Ruhe zu bringen. Klar werden sie reagieren, aber Crimson Dawn plant langfristig. Mhm. Ja, wir sind jetzt hier im Thermalbezirk. Finde eine Möglichkeit, das Urquell zu betreten. So. Einsatzbereit. Ah. Nix hat wieder gebüllt. Was ist denn das? Kay Vess. Dein Droide meinte, du suchst nach Arbeit. Oh, er ist nicht wirklich mein Droide. Ich meine, wir arbeiten zusammen. Es ist kompliziert. Aha. Der Auftrag lautet, ein Pike-Schiff im Nebel auszurauben. Finde und verfolge es und stiehl zum bestmöglichen Zeitpunkt die Fracht. Hm, klingt einfach. Damit komme ich klar. Ich weiß. Deshalb wende ich mich an dich. Hör zu. Die Fracht darf nicht beschädigt werden. Hast du das verstanden? Ja. Verstanden. Was ist es denn? Nicht dein Problem. Bist du dabei? Ach komm, du weißt, dass du mir vertrauen kannst. Vertrauen ist ein gefühlsduseliges Wort für gemeinsame Interessen. Mein Interesse ist der Schutz der Fracht. Und ich werde das Risiko nicht mit albernem Geschwätz erhöhen. Der Auftrag ist der Auftrag. Bist du dabei? Oh, schon gut. Bin dabei. Gut. Dann los. Okay. Ja, ist eine Nebenquest. Also war mir fast klar, dass das möglicherweise eine Person ist. So. Da müssen wir irgendwie rein. Diese Stadt wurde von Leuten erbaut, die vor etwas geflüchtet sind. Glaubst du, sie sind jetzt alle frei in die Fünf? Ich verstehe die Frage nicht. Sie werden jetzt von den Ashiga beherrscht und vom Imperium. Ja, wer frei sein will, braucht einen Haufen Geld. Aber die Bahnbrecher ist ein guter Anfang. Okay. Oh, das muss das Urquell sein. Oh, jetzt kriege ich Hunger, wenn ich das so sehe. Jetzt könnte ich nicht hier sein. Essen. Die Krieger könnten jeden Moment kommen. So ein Feigling. Crimson Dawn übernimmt hier alles und die Ashiga können nichts dagegen tun. Heißt nicht, dass sie es nicht. So, guck mal, hier kommen wir rum. Ich gucke mal, ob ich nicht vielleicht einfach durch den Haupteingang durchkomme. Manchmal ist es ja. Das hier ist Sperrgebiet. Du musst sofort umkehren. Gut, verstanden. Okay. Es muss noch einen anderen Weg geben. Geht nicht vorne durch. Was ist denn das da? Willst du das haben, Nix? Super. Ein Ring. Wir gucken mal, ob die Wachen wieder was Interessantes dabei haben. Kann ich nicht beklauen und auch nicht ablenken. Okay, also gucken wir mal hier den offensichtlichen Weg lang. Na, guck mal, da ist ein Schacht. Gott, oh Gott, oh Gott, sind wir hoch. Thank you.
Alles klar, Nix. Sei brav und still. Wir holen uns das Relikt. Die Küche. Was siehst du? Da ist jemand. Momentan steht noch nicht mal da zugangsbeschränkter Bereich. Siehst du was? Ich brauche einen Drink. Hier können wir einfach so rumrennen. Okay. Noch jedenfalls. Sekunde! Okay. Was geht hier vor? Das ist deine letzte Chance. Ist dann doch zugangsbeschränkter Bereich. Erstaunlich. So, ja. Na, so viel dazu. Muss es sein. Wachsam bleiben, Kumpel. Das könnte knifflig werden. Ist hier jemand? Wo ist meine Verstärkung? Ja, da stehen gleich zwei. Chubanuma, Chituama, Chutgrancha, Fublasto. Ich brauche einen Drink. Zeit, sie abzulenken, Nix. Ah, kann ich jetzt auch mit dem Blaster nur das benutzen, das ist sehr gut. Kann sogar sein, dass das nicht mal als Crimson Dawn irgendwie zählt oder so. Ich muss meinen Blaster aufrüsten. Jinga! Das stimmt was. Diese ganze Operation stinkt zum Himmel. Die lieben es, mich für den Wachdienst einzuteilen. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Es ist fast. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich sollte mich bald mal melden. Dieses ständige Warten. Hast du was, Kleiner? Ist gut. So. Tee? Genau. Ich bin von Dilettanten umgeben. Ist jemand in der Nähe? Ah, hier kommen wir nach unten. Wir gehen aber erstmal oben einmal rum. Die wichtigsten Räume sind wieder unbewacht. Wir sollten nicht spekulieren, was ihre Motive angeht. Wo ist meine Verstärkung? Ah, da ist. Der kann mich wahrscheinlich durchs Fenster gucken, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen. So, schnell hacken. Ah, ist nur ein Dreierrätsel. Eins, zwei, drei. Na, das war Glück. Na schön. Ah, Tresor. Oh, sind die aber alle aufgebracht. Jetzt sind die alle aufgebracht und gucken etwas genauer hin. Oh, Kiste. Ionenzelle. Hier ist nochmal ein Computer. Was siehst du? Weiß nicht. Guck mal, der geht nach unten. Siehst du was? Lief doch gerade oben einer rum. Da hinten ist er.
lenk sie ab, Nix. Erschießt es einfach. Nee, komm her. Nicht erschießen. Nix, es ist Showtime. Kleiner Schleimball. Geh wieder zurück ins Ducken. Das wäre noch cool, wenn sie immer wieder gleich zurückgehen würde in den Ducken-Modus. Ist hier jemand? So, von hier sind wir gekommen. Oben haben wir jetzt also erstmal Claire. Kann ich rüberspringen? Siehst du was? Nix, ich brauche eine Ablenkung. Es dauert wieder. Muss die kommen. Ah, ist ein Droide, oder? Nein, das ist nicht der Droide. Kusch! Da ist der Droide! Das ist nicht gut. Das klingt nicht gut. Nix, zeig, was du kannst. Ich habe noch nicht diesen Elektroschocker für die Droiden. Ah. Gehen wir offensiv ran oder nicht? Wir müssen. Na? Nicht schlecht. Alles noch dran. Oh, Karte. Ach, das wäre der Zugang für den Kontrollraum. Na, Kumpel, was gewittert? Erstmal looten, bevor wir nachher irgendwie Alarm auslösen oder so. Hier kommen wir wahrscheinlich auch einmal durch in den anderen Raum. Oh, und hier kommen wir möglicherweise raus. Das ist bestimmt der Haupteingang. Hier stehen die Typen vor, oder? Passiert garantiert irgendwas, wenn wir das Ding dann nehmen. So. Bin gespannt. Da ist nochmal ein Tee kurz. Na? Und hier. Also gut, bringen wir das Ding hier raus. Okay, kein Alarm. Jetzt will ich auch noch mal gucken hier, ob das hier nicht irgendwie der Haupteingang ist. Ach, unser Ausgang. Jetzt ist offen. Wir müssen hier weg, Nix. Aha. Vielleicht können wir Freunde bleiben.
Wir sitzen fest. Angriff! Tja. Wir sind einfach raus hier irgendwie. Wir kommen scheinbar nur nach vorne, also. Da ist jetzt Crimson Dawn, das ist nicht gut. Oh, da ist eine Granate. Das kostet mich dann wieder Ruf, ja. Komm, wir haben mal ein paar Explosionsschüsse raus. Jetzt natürlich Tiere stehen. Blaster. Boah, geil ist er schon. Oh, den hat nicht ganz gereicht hier. Schalt mal wieder zurück auf die 1. Zurück auf die 1. Glück. Die Lichtverhältnisse sind ja auch ein bisschen ungünstig. Irgendwo kann ich hier noch einen hören. Blastergewehr. Hier, von hier kommen welche. Stimmen von da drin. Ist eine kleine Truhe. Durastahl. Was hast du gefunden? Da ist noch was. Nix. Schnapp dir das. Gut gemacht, Nix. Credits. Was hast du gefunden, Nix? Kiste? Okay, Lüftungsschacht. 1000 Credits, Jawolski. Okay. ND5, ich hab das Relikt, Ding. Sollte ich mir Sorgen machen, wie du es beschafft hast? Nein. Ich bringe es der Königin. Sie empfängt nicht jeden, Kay. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Na, es wird schon. So. Ja, jetzt sind wir hier einmal hinten durch, ne? Durch die Crimson Dawn. Sind wir hier wieder. Jetzt muss ich wieder einmal zurück zum Ashiga-Clan. Ah, hier. Vielleicht lassen die mich jetzt rein, wenn ich das Relikt habe. Okay, Schnellreise ist nicht möglich. Wir sind noch in der Quest. So. Treppen hoch. Ist der Palast der Königin.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das gut geht. Bleib stehen. Hey, hör mal. Ich habe euer gestohlenes Relikt und ich will es der Königin zurückgeben. Das Band Kodira. Gib es mir. Ach, nichts für ungut, aber ich möchte es ihr persönlich geben. Du kannst passieren. Ah, cool. Andy 5, rate mal, wer die Königin trifft. Das Relikt muss sehr wichtig sein. Gut gemacht. Du solltest aber aufpassen. Was? Wieso? Sie könnten dich für den Dieb halten. Stimmt. Das wird schon. Ja, hier stehen eine Menge Wachen rum. Alles überwacht. Crimson Dawn hat's drauf, das muss man ihnen lassen. Das geht garantiert nicht gut. Ruhig. Das Band Kodira. Wer bist du? Keyvess, Eure Majestät. Sie hat nach der Bombenbauerin gefragt. Aber ich habe auch euer Relikt von Crimson Dawn zurückgeholt. Unsere Expansion machte uns angreifbar, Mutter. Nein, sie macht den Schwarm stärker. Wir brauchen den Autorim nicht. Unser Platz ist hier. Es ist beschlossen. Naja, ihr habt das Relikt. Lasst die Ankh jetzt gehen? Die Bombenbauerin? Sie ist entscheidend für unsere Expansion. Aber der Schwarm hat auch Verwendung für eine Diebin wie dich. Arbeite für uns. Dann lassen wir Ankh gehen. Mutter. Wir sind im Geschäft. Schön. Und ihr klärt den Rest dann unter euch. Kay, ich habe eine Nachricht von der Thronerbin des Ashiga-Clans. Hier ist Trisk. Wenn du Ankh wirklich willst, komm in die Kantina von Tijimi. Wir haben viel zu bereden. Zu sehen. Ah, okay. Klingt, als wollte Krisk ein Geschäft vorschlagen. Vielleicht. Aber Ashiga widersetzen sich ihrer Königin nur selten. Außerdem hat uns der Ashiga-Clan Aufträge angeboten. Einer davon stammt von Danka. Sie hat ja eine Nachricht auf dem Schiff hinterlassen. Na gut, vielleicht sehen wir uns das mal an. Ah, cool, okay. Ich würde sagen, wir gehen, glaube ich, erstmal zum Schiff. Schnellreise. Und gucken mal, was Danka für uns hat. Die Ashiga fangen langsam an, mich zu mögen, glaube ich. Die Königin belohnt treu. Weiter so. Puh, ist ja eisig hier. So. Für dich sind einige Sachen hier angekommen, Kay. Na klar. Ah, okay, auch wieder ein paar schöne Sachen. Lackierung, Kijimi-Entdecker. Fahrzeug, Schmuckstück, Gleitertrophäe, alles nur Cosmetics. So. Bedeck. Kann man wieder was Schönes bauen? Ich würde gern hier das ausbauen. Gasbeschleunigungsumwandler. Zweites Zeitfenster. Ach, gar nicht so wild, glaube ich. So, Ionenblaster. Stoß. Reduziert die Zeit zwischen den Schüssen.
glaube, das bauen wir mal. Der Blaster kann mehrere Schüsse abfeuern, kann mehr Schüsse abfeuern. Aber brauche ich einen Haufen Schalpopyrit. Power. Oh, es gibt noch so viel zum Freischalten, ja? So, danke. Nachricht auf dem Schiff. Bis später in D5. Gut. Ach, hier kann man nur das Essen wechseln. Danke, diese Botschaft hinterlassen. Hören wir sie uns an. Okay, hab noch einen Auftrag für dich. Ich habe zwischen den Pikes und Ashiga ein Geschäft vermittelt. Es ging um eine exotische Molluske. Um eine Muschel. Aber jetzt wollen die Pikes sie wohl lieber an Crimson Dawn verkaufen. Der Haken ist, wenn die Ashiga leer ausgehen, gehe ich leer aus. Verhindere den Deal und bring den Gruseldroiden mit. Ich bin sicher, der wird Eindruck machen. Wenn du interessiert bist, schicke ich dir die Koordinaten, wo sich die Pikes und Crimson Dawn treffen. Sollten wir dann gehen? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Wird schon gehen. Bleib hier und sag danke, dass ich dabei bin.